Der Morelo 88 LB in der 10-Jahres-Jubiläum-Edition als Palace. Und hier steht er. Ja, hier vorne ist er da. Wir haben einen super Weitwinkel drauf, deswegen können wir sehr viel sehen. Und das ist er. Auf Basis Iveco Daily. Das ist das neue Gesicht von Morelo. Automotiver Charakter pur. Mit Assistenzsystemen eingebaut. Abstandstempomat, Notbremsassistent und natürlich den großen Busspiegel für viel Einblick. Und hier ist die Anja. Ich grüße dich, Anja. Hallo. Du hast gerade eben gesagt, ich habe gar keine Zeit, um den Schweißausbruch zu trainieren. Ja. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Aber das kriegen wir auch ohnehin. Ja, das ist die Marlene. Grüß dich. Hallo Sven. Ja, hier vorne stehen wir davor. Die Medien Saarland wird demnächst einen 90 LS bekommen. Der ist so ähnlich, muss man sagen. Da ist auch eine Basisgruppe drin? In dem Fahrzeug ist auch eine Basisgruppe, ja. Das schauen wir uns gleich mal an. Du bist die Vertriebsleiterin? Ja, bin ich. Ist das schön, solche Fahrzeuge zu verkaufen? Es macht immer Spaß, Urlaub zu verkaufen. Ja, wir gehen mal kurz drum rum, denn ihr seid in Bern noch bis vor 2 Tagen, war es nicht sicher, ob sie stattfindet, gell? Ich glaube, es hat am Tag davor um 10 Uhr nochmal eine Abstimmung gegeben, aber man ist nie vom Kurs abgewichen. Das Konzept stand, ich sag mal, analog Düsseldorf, das haben wir auch sehr gut umsetzen können. Und hier in Bern läuft es ja auch gut. Ja, Marlene, das nenne ich ja mal eine Garage. Die ist ein gutes Stück größer als im Loft und etwas höher. Ja, definitiv. Da passt ja, naja, nicht ganz ein Smart, aber so ungefähr gefühlt rein. Ja, man muss immer aufpassen auf die Achslasten hinten drauf. Denn ich sag mal, wenn ich so ein Quad reinfahre, wie ist die maximale Belastung hier? Also wir sagen, eine punktuelle Belastung weisen wir auf 250 Kilo hin. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, den Heckunterbau zu verstärken beim Chassisumbau und können da vielleicht auch nochmal 50 oder 100 Kilo mehr generieren. Ja, es ist möglich, das Fahrzeug unter 7,5 Tonnen zu bekommen. Das ist gar kein Problem, auch wenn man ihn voll macht. Das Fahrzeug muss unter 7,5 Tonnen sein. Genau, das ist nämlich ganz wichtig. Ja. Der alte Dreier, das ist ja eine Zielgruppe, die ihr habt, aber es gibt immer mehr junge Leute, die machen den C1e oder den C1 nach. Ja, das stimmt. Das stimmt, weil es einfach ja, eine neue Form des Reisens ist und die Flexibilität wird geschätzt. Ja, da vorne, ihr habt jetzt neu verbaut Büttner seit einigen Jahren. Ihr seid zufrieden? Auf jeden Fall. Büttner ist ein sehr guter Partner, der mit uns die Elektrifizierung von dem Wohnmobil perfekt umsetzen kann. Dometic, was ist das hier? Was ist das hier? Das ist ein kleiner Wechselrichter, wahrscheinlich für ein Zusatzgerät. Genau, das ist der Zusatzwechselrichter für Beatmungsgeräte, den ich immer laufen lassen kann und der nicht so viel Eigenstrom bezieht wie der Hauptwechselrichter. Warmes Wasser, ihr habt eine Alde hier verbaut, das sieht man schön. Das heißt, der komplette Doppelboden ist komplett beheizt. Der Doppelboden ist komplett beheizt durch die Heizungsführung, die wir jetzt hier sehen. Na, auch hier unten drunter ist nochmal ein Konvektor. Hier kann ich die Garage zuheizen oder abstellen. Weil im Sommer brauche ich die zum Beispiel nicht mit beheizt oder im Herbst, im Winter allerdings schon. Und ansonsten haben wir die Fußbodenheizung und die Konvektoren, die hier durch den ganzen Fahrzeugaufbau laufen. Das Fahrzeug ist komplett holzfrei, kann man das sagen, bis auf den Möbelbau, sage ich jetzt mal? Bis auf den Möbelbau, genau, komplett holzfrei, ja. Das heißt, hier unten sieht man auch hier, könnte jetzt mal was reinlaufen, das macht dem gar nichts, wenn man es gleich wieder aufwischt. Nee, nein, da kann nichts passieren, kann nichts saugen. Nein, da kann nichts passieren, auch die Schottwände sind komplett holzfrei, da wird gar nichts passieren, nein. So, ihr habt ein kleines Detail, was mir auffällt, ist hier vorne, wahrscheinlich habt ihr hier eine Zentralverriegelung drin? Die Heckklappen beim Palace sind innen über einen innenliegenden Schalter zu schließen, zu verschließen und zu öffnen. Das heißt, ich gebe die innen frei und kann dann hier über den Taster öffnen. Zeig mal bitte. Dort. Genau, hier. Na, das hat eine Zeitverzögerung von ca. 5 Sekunden. Okay. Damit niemand im Vorbeigehen die Tür einfach öffnen kann, wenn man irgendwo auf der Straße steht. Deswegen Verzögerung 5 Sekunden und dann springt die Klappe auf. Marlene, wenn du mal so lieb bist, geh mal rein in die Klappe. Ich dass man mal rein? Ja, sie kann doch gerne mal reinsteigen. Ja. Also sie hat ja weniger als 250 Kilogramm. Auf jeden Fall. Riesig, oder? Ja, Wahnsinn. Also ich passe da bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal rein, oder? In die Richtung. Das heißt, im Notfall kannst du deinen Mann ausquartieren. Ja, das ist eine schlechte Idee. Oh, was? Ginge aber, muss man sagen. Ja, natürlich. Es könnte dich schlechter treffen. Ist es so, wenn man jetzt hier die Tür zumacht und alle Klappen sind geschlossen, dann merkt man, da gibt es einen Gegendruck. Das heißt, das Ding ist dicht unten. Das ist komplett getrennt vom Innenraum oben. Ja, es ist relativ dicht. Natürlich entweicht die Luft irgendwo an einer kleinen Stelle, aber es wird so ein kleiner Widerstand entstehen, ja.
Ja, das ist die Schweizer Version, wie man sieht. Der ist für die Schweiz gebaut. Guck mal auf die Steckdosen. Die Schweizer Steckdosen, genau. Das ist eine einzelne Option, wo wir dann einfach die Schweizer Ausführung auf Wunsch mit umsetzen bei der Produktion. Ja, ist es der Stand von euch oder ist es hier ein Schweizer Händler, der ausstellt? Das ist die Firma Lexa aus Langenthal, die hier ausstellt. Das ist ein Handelspartner von uns. Ja, toll. Ist der guter Partner? Natürlich. Natürlich. Wir haben nur den einen in der Schweiz, aber Beat ist ein guter Händler. Ja, das macht er gut, ja. Sehr sympathischer, ja. Ja, ich gehe mal kurz hin. Marlene, komm mal mit. Denn wir stellen uns mal gerade nach hinten, so dieser neue automotive Charakter mit dem Liner-Design hinten. Er ist ja nicht ganz so groß. Das ist eine Größe, die Leute noch haben möchten. Das heißt also, er hat eine Höhe von? 3,49 Meter. 3,49 Meter plus die Aufbauten. Zuzüglich einer SAT-Anlage oder einer Klimaanlage. Ne? Die baut noch etwas auf, ca. 10 cm. Ja, hinten hast du jetzt die Kupplung, die sollte man, wenn möglich, gleich mitbestellen, wenn man sie will. Genau, Anhängekupplung, zumindest die Vorbereitung ist wichtig, weil die Elektrik nur mit großem Aufwand nachgerüstet werden kann. Der Querbock und der Kugelkopf, der kann nachgerüstet werden. Das ist so, ja. Hinten auch, hier kann ich richtig ziehen, was kann ich dran machen? Das kommt auf die Gesamtzuglast an, also wenn das Fahrzeug 7,5 Tonnen hat, dürfte das immer bis 3,5 Tonnen funktionieren. Also ein kleines Auto, 1,5 Tonnen, kein Problem? Ja, gar kein Problem. Der schafft das auch, der Motor? Natürlich. Okay. Da ist was drin, Iveco Daily? Ein Iveco Daily, ein 3-Liter Motor mit 210 PS. Ja, der uns immer sparsamer wird, muss man sagen. Also er hat mittlerweile so um die 13, 14, 15 Liter. Das brauchen wir im Moment. Dann darfst du dich an 2 bis 3 Liter mehr gewöhnen. Also ich fahre den neuen Daily aktuell mit 17 bis 18 Litern. Ich fahre nur 88. Ich fahre 91, das macht es nicht wirklich aus. Sehr schön. Ja, du bist eine Frau, die tatsächlich auch gerne die Reisemobile selber fährt. Ja, natürlich. Du bist auch selber hier mit einem? Leider nein, weil mein neues Fahrzeug nächste Woche aufs Band geht, beziehungsweise unser neues Fahrzeug. Du weißt, wann unser Fahrzeug gebaut wird? Nach meinem. Nach deinem. Okay, da müssen wir schnell mal hin und müssen das auch... Ich glaube, der dürfte eine Bandeinfahrt irgendwo im Januar haben. Anfang Januar. Ja, ne? Genau. Das ist so, er sollte Januar geliefert werden. Genau, und der Berücksichtigung der Produktionslisten und so weiter, glaube ich, war es Januar, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der Robert ist ein junger Chef. Ich nehme an, du bist genauso alt wie der Robert? Nein, das wäre ich noch gerne, aber Robert kenne ich tatsächlich schon sehr lange, seit meinem Einstieg in die Branche, auch aus der vorherigen Firma schon. Junger Chef, junges Blut, junger Wind, frischer Wind, alles gut. Ja, ihr seid, ich sag mal, ein Team aus alten Hasen. Ihr geht zusammen auch mal einen trinken. Ihr kommt nämlich aus Franken und nämlich nicht aus Oberfranken, sondern aus? Mittelfranken. Mittelfranken, ja. So. Die Marlene kommt aus Lichtenfels. Ja. So, das ist gar nicht so weit weg. Da trinkt man gerne Bier. Ich bin aus Oberfranken, boah. Natürlich seid ihr aus Oberfranken. Ja klar, wieso sage ich Mittelfranken? Sowas Doofes. Ja genau, ihr rollt immer das R schön. Ja, ich bemühe mich ja immer, aber es funktioniert nicht immer. Das ist immer so, wenn ich mit ihr in Richtung Oberfranken fahre. Ja. Oberfranken. Dann fängst du spätestens ab wann an, das R zu rollen? Ja, also wenn wir mit der Mama schon telefoniert haben, dann fängt es irgendwann an, das R zu rollen. Dann geht es schon los in die Richtung. Sehr schön, das fängt langsam an. Ja, ihr habt da tolles Bier. Ja, hat ja jeder Ort mindestens eine Brauerei. Dann müssen wir auch gutes Bier haben. So, ich zeig mal gerade so kleine Details. Auch hier, wenn du mal kurz zumachst bitte, die Optik ist jetzt sehr, sehr clean. Denn ich habe nämlich keinen Verschluss mehr auf der Heckklappe. Dadurch wirkt das Ganze wirklich wie aus einem Guss. Ja, wie aus einem Guss. Komplett ohne Griffe, ohne Griffschalen. Deswegen hier nur versteckt. Der Taster. So, die Heckpartie ist jetzt da. Also ja, schön. Das ist das 10 Jahre Jubiläumsmodell. Der ist preisreduziert, kann man das sagen? Nein. Also preisreduziert nicht. Das ist eine stimmige Ausstattung, die das Fahrzeug hat, zu einem guten Preis, wo wir subventioniert weitergeben. Der hat dieses spezielle Dekor bekommen mit dem silbernen Streifen, hat zusätzlich vorne ein beleuchtetes Logo an der Front. Ansonsten ist er analog aller anderen bestellbaren Pelles-Modelle. Ja, das Pelles-Gepäckfach ist etwas höher wie das Loft. Ja, der hat jetzt hier 420 mm Höhe. Der Loft hat 366. Das ist wesentlich. Gerade wenn ich so Schwerlastauszüge einbringe, dann kann man hier schon wesentlich mehr unterbringen. Ja, ich sag mal, im Morelo kann man so viele Sachen reinpacken, dass man sie oft mal nicht mehr findet, ne? Oder nicht mehr weiß, wo man sie hingepackt hat.
So, jetzt zeige ich mal gerade, da ist auch nochmal ein Ladebooster mit drin. Der kommt serienmäßig mit welcher Stärke? 45? Wir schauen mal drauf. Ich kann es jetzt nicht richtig sehen. Also den wir kriegen, kommt mit 90, weil wir das Lithium-Paket drin haben. Der hat Lithium drin? Das wird jeweils angepackt. Der hat auch Lithium drin. Okay, super. Hier vorne sieht man die Felge. Das ist welche Felge? Die Stahlfelge? Das ist die Silberfelge, die Aluminiumfelge in Silber. Die Aluminiumfelge in Silber? Ja, das dürfte aber die Razzia-Blende sein. Das heißt, wir haben vorne eine Aluminiumfelge und hier eine Razzia. Eine Razzia-Blende drauf? Nein, das ist eine Alufelge. Ist eine Alufelge? Ist eine Alufelge. Cool. Ja, vorne haben wir noch ein Fach. Da steht unser Drehkoffer davor. Dann nehmen wir den mal ganz kurz weg. Da ist es drin. Ein großes Staufach. Ja, großes Staufach, prädestiniert als Schuhfach. Ja, das ist natürlich sehr praktisch, vor allem neben dem Eingang, ne? Ja, genau. Das haben wir jetzt nicht. Nee, noch nicht. So, ich zeig's mal gerade, hier vorne steht es. Ja, vielen Dank erstmal, bitte nochmal so, zumachen. Also glaubt ihr, dass ihr das nicht habt? Wir haben es aber nicht so hoch und da ist im Moment... Ach so, jetzt habt ihr es nicht. Ja, im Loft. Ja, jetzt im Loft, okay. Noch nicht, aber das kommt ja jetzt. So, der Morello Palace 88 LB Jubiläumsmodell. Ich film's mal gerade ab für alle Freunde des Standbildes. Chassispaket ZF 8-Gang Wandlergetriebe hat vieles verändert, muss man sagen. Ja. Gibt's jetzt seit 4-5 Jahren? Ja, das ist richtig. Ist auch ganz wichtig. Ich merke das bei Fiat Ducato, gibt es den 9-Gang Wandler. Auf einmal bestellen die alle mit Wandler, ich glaube mit Halbautomatik. Das war okay, die hat funktioniert, aber die Wandler, das ist viel schöner. Genau, natürlich ist es viel schöner. Das ist einfach auch moderner und ich merke das jetzt auch, die Jugend fährt eigentlich zunehmend Automatik. Ne? Früher war das immer so ein Sonderfahrzeug, wenn man irgendwas mit Automatik fuhr. Mittlerweile ist es eigentlich ein absolutes Muss. Das waren die Leute, die nicht schalten können. Ja, aber das können die heutzutage auch echt fast nimmer. Du kannst schalten. Ja, ich kann noch schalten. Aber du bist umgestiegen auf Automatik. Du wolltest es zunächst gar nicht haben. Nein. Hast mich angeschimpft, hast gesagt, du willst es nie und dann bist du es gefahren. Ja, irgendwann musste ich mal aus der Not heraus und jetzt möchte ich es nicht mehr missen. Ist das so? Ja, wie das ist ja hier eine Besonderheit. Ich sag mal, der Schweizer Markt ist wirklich prädestiniert für Wohnmobile. Hier gibt es Wohnmobilbauer, die gibt es seit 50 Jahren. Die Schweizer fahren gerne in Urlaub mit Wohnmobilen. Wie kommt denn die Marke Morello an bei euch? Morello kommt in der Schweiz schon immer gut an. Ja. Also von Anfang an, dadurch, dass wir auch so ein bisschen die individuellen Sachen bieten können, haben wir zur Schweiz eigentlich immer einen sehr guten Kontakt. Ja, es fängt an, die Qualität von Morello ist so, dass ihr bekannt dafür seid, ihr habt einen wirklich hervorragenden Service. Ihr habt in die Servicewerkstätten und in die, ich sag mal, in die Möglichkeiten, den Service durchzuführen, massiv investiert. Das heißt, ihr habt ganz viele Tore, wo man reinfahren kann. Da habt ihr jetzt Millionen nochmal investiert. Ja, das war uns wichtig, dass wir auch den Service oder auch die Betreuung am Hof gut abbilden können. Unsere Handelspartner haben in der Regel auch noch eine weitere Marke oder mehrere Marken und können die Kunden nicht immer gleich in der Zeit zufriedenstellen, in der es eigentlich nötig wäre, obwohl wir auch jetzt in unserem Service schon wieder weitläufige Planungszeiten haben. Ne? Aber das ist ganz wichtig. Also wichtig ist auch, dass dem Kunden nicht immer irgendwas untergeschoben wird, so nach dem Motto, du hast was falsch gemacht, sondern ich sag mal, man kann nicht so viel falsch machen. Klar, man kann das Auto, ich sag mal, dem Frost aussetzen und nichts ablassen, aber im Regelfall, ihr seid sehr kulant. Also ich sage mal, das wird jetzt so nicht ganz funktionieren, dass wir das Fahrzeug mit vollen Leitungen dem Frost aussetzen nein, und kulant nein, sind. Nein, das meine ich jetzt nicht, okay. Aber es ging darum, dass wir bei einem anderen Hersteller, ich will jetzt keinen Namen nennen, war ich in Frankreich am Drehen. Da war die Schelle nicht von der Druckwasserpumpe zu. Okay. Die haben die einfach nicht zugedreht. Okay. Großer Hersteller, ich will jetzt wirklich keinen Namen nennen, der komplette Wassertank hat sich in den Doppelboden ergossen. Er hat angerufen, großer Mann, und ihm wurde gesagt, ja, sie haben wahrscheinlich das Auto im Winter dem Frost ausgesetzt. Und dann habe ich aber selber gesehen, die Schelle war nicht zu, aber es wurde direkt am... Ja. Es ist natürlich, ich sag mal, es gibt immer mal irgendwo in irgendeiner Form ein Problem. Ich finde es immer wichtig, wie man damit umgeht. Ganz wichtig. Also ich war da, die Spiegel hatten bei meinem 2017 ein bisschen geknarzt. Ihr habt euch stundenlang Zeit genommen, habt die abgeschliffen, habt die neu dran gemacht. Genau, das ist das, was ich meine. Man soll grundsätzlich sich jedem Problem mal annehmen und dann kann man das auch differenzieren, inwieweit es auch ein lösbares Problem ist. Und dann tun wir natürlich alles, um das auch wieder in Ordnung zu bringen oder dem Kunden da einfach einen Service zu bieten, klar.
Ja, ihr seid dafür bekannt, dass das Design nicht so altbacken ist. Das heißt, ihr habt unglaublich investiert in das neue Design jetzt, automotiven Charakter. Die kommt gut an die Front? Absolut. Also ich habe bis jetzt noch niemanden in meiner Kundschaft erlebt, der gesagt hat, ja, das vorherige war aber besser. Es ist etwas kantiger, aber nicht aggressiv. Besser als das vorher rundliche, auch wenn das wirklich eine sehr schöne Form war. Es passt einfach und wir haben es geschafft, das komplett als Familiengesicht umzusetzen durch alle Baureihen. Das ist gar nicht so einfach. Ihr habt auch ein Home hier. Ja. Ich sag mal, der Home, der nimmt tatsächlich denselben Taktplatz weg beim Bau wie alle anderen auch, oder? Ja, das ist die Kunst der Produktion, die wir bei uns im Haus haben. Es gibt keine Sonderplätze, an denen gefertigt wird, sondern ein Fahrzeug, was am Anfang der Produktion einfährt, wird diesen Platz behalten bis am Ende zur Ausfahrt. Genau. Und im Wechsel in einer Mischproduktion, großes Fahrzeug, danach fährt in der Regel ein Home. Der unsere Mitarbeiter wieder, also der einfach ermöglicht, dass die Mitarbeiter in ihrer Zeit klarkommen und dann in der Produktion wird trotzdem alle 3,5 Stunden der Takt gewechselt. Ja. Immer mehr Leute haben beim Home gesagt, sie hätten gerne die Busspiegel. Ihr habt zugehört. Wir haben zugehört, wir haben die Busspiegel, es gibt nach wie vor die anderen Spiegel. Wer mal Platz genommen hat am Fahrersitz, weiß, warum die Busspiegel toll sind. Genau, man kann sogar die Seiten runterlassen, obwohl man es nicht darf, wenn die Sonne von der Seite kommt. Du weißt, was ich meine, das geht in den anderen Spiegel nicht. Ach, du weißt nicht, was ich meine, das ist nicht so schlimm. Dann ist es wohl verboten, wenn ich es weiß. Du weißt, ich habe es noch nie gemacht, aber man könnte theoretisch, wenn die Sonne auf dem Weg in den Süden runtergeht, das so ein bisschen runter machen hier vorne und kriegt die Sonne als Fahrer nicht so mit, weil man hat ja vorne noch die Spiegel. Ach so, ja, das macht natürlich jeder. Das ist alles gut. Ich glaube, auf einer Autobahn muss man jetzt weniger auf Verkehr von rechts und links aufpassen. Ne? Das ist so. Ich habe es schon mal ein bisschen gemacht, ich habe es dann gleich wieder hochgemacht, okay. Ja. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch eine spezielle Option Sonnenschutzrollo, wer weiter runterlassen will, weil auch unser Standard Frontrollo nur bis zum gewissen Maß nach unten geht während der Fahrt. Das ist so, man muss so Sperren reinmachen, da steht es auch in der Anleitung drin, wer das nicht macht. Genau, der ist auf D-Plus geklemmt, das heißt, in dem Moment, wo das Fahrzeug startet, fährt er einmal ganz nach oben oder kann während der Fahrt auch nur diese, was werden das sein, 15 cm runtergelassen werden. Genau, weiter darf natürlich nicht. Ne? Ich habe noch die manuellen Sperren. Ja, aber auch sicher, ne? Du kannst sie nicht runterfahren. Das stimmt, ja, wenn ich die Sperren dann reinmache. Aber ich sag mal, das wird ja demnächst nämlich immer so sein. So, wir schauen mal ganz kurz, hier ist noch ein großes Fach drin. Ja, unser Durchladeboden. So, von vorn bis hinten, du merkst, die Höhe ist ein bisschen größer? Ja, definitiv. Also da hast du wirklich Stauraum ohne Ende. Bis nach hinten durch. Bis nach hinten und sehr breit. Ist der 90 LS genauso der Boden oder ist er ein bisschen breiter? Da dürfte jetzt kein Unterschied sein. Beim 90 LS ist die Fahrzeuglänge nahezu gleich. Ich überlege gerade so ein bisschen laut. Eigentlich dürfte das genauso aussehen. Sehr schön. Ja. Ja, vorne auch ein Detail. Das Ganze ist natürlich mit ordentlichen Schlössern versehen. Gibt es auch Zentralverriegel auf Wunsch? Es gibt auch die Zentralverriegelung auf Wunsch. Rechts und links getrennt schaltbar. Was dann die Aufbauklappen, die Stauraumklappen von innen schließt oder öffnet. Ja, die Markise ist komplett integriert seit, glaube ich, 2 Jahren jetzt? Genau, seit 2 Jahren haben wir die im Dachprofil integriert. Genau, dann. So, jetzt beginnt es die Roomtour durch den 88 LB Jubiläumsmodell. Ja, das hier ist schon das Modelljahr 2021? Das ist schon Modell 21, richtig. Sehr schön. Ja, geh mal vor bitte. Dann kann ich gleich mal die Aufbautür ein bisschen beschreiben. Und wenn du mal kurz die Tür zumachst, bitte. Dann sieht man auch mal, wie satt die ins Schloss fällt, denn das ist nämlich eine Tür, die normalerweise bei Feuerwehr und Krankenwagen verwendet wird. Sie ist komplett aus einem wirklich sehr leichten Material, das werden wir gleich mal erklärt bekommen. Und sie hat ein Zahlenschloss mit drin, du kennst es. Ja, das kenne ich und das ist sehr praktisch. Man muss den Schlüssel, wenn man den vergessen hat, am Strand ist oder sonst was, nicht mitnehmen und Angst haben, dass der verloren geht. Genau, wenn du es mal gerade aktivierst, das Schloss, ja. Kannst du mal raushalten. So, dann fängt es an zu leuchten. Jetzt gibt man den Code ein. Anja! Mach mal auf, bitte! So, ich hab gerade eben erwähnt, diese Tür hier, die wird von einem deutschen Türhersteller gefertigt. Das ist High-End, findet bei Feuerwehren, Krankenwagen und so weiter im Einsatz. Wirklich, das ist das Beste, was man kaufen kann. Mit einem Schloss mit drin. Die muss funktionieren. Habt ihr viel Stress mit der Tür?
Also mir ist kein Stress bekannt. Ich muss allerdings auch zugeben, dass wir vom Service da jetzt wenig Rückmeldung haben. Das will aber auch gut sein, wenn keine Rückmeldung da ist, dann ist es auch kein akutes Thema. Ich persönlich hatte noch nie ein Problem mit der Tür. Ja, es gibt eine Notfallregelung, darüber reden wir jetzt nicht, aber der große Vorteil ist, sie funktioniert sogar, wenn die Sonne drauf scheint, so heiß, dass man das Tastenfeld quasi nicht mehr bedienen kann. Selbst dann funktioniert es noch einwandfrei. Sie hat mich noch nie im Stich gelassen. Nein, mich auch nicht. Ja, funktioniert. Funktioniert. Ja, ganz wichtig. Ja, vielleicht der Eingang hier vorne. Hier sieht man, hier habe ich schon mal direkt Schubladen. Ja, das gibt es im Loft nicht. Das gibt es im Loft nicht. Das ist auch nur im Palace möglich, weil wir dort eben eine höhere Doppelbodenabstand haben. Und dann bringen wir auch diese beiden Auszüge noch mal rein. Das ist sehr praktisch. Sind zwar klein, aber fein. Aber hier bin ich direkt am Eingang. Auf jeden Fall direkt gleich im Eingang. Da passt allerlei handliches Zeugs rein. Spätestens die Hundeleine, der kleine Regenschirm, was auch immer. Was schnell bei der Hand sein muss, findet dort Platz. Ja, hier ist jetzt der Spiegel eingebaut, direkt am Eingang mit der Garderobe. Mhm. Und wir gehen mal ganz kurz rein. Ihr habt hier von den Farben her einen hellen Boden gewählt. Ihr habt insgesamt wie viele Bodenfarben? Drei? Drei verschiedene Bodenfarben. Das ist jetzt die Bodenfarbe Cappuccino. Das Cappuccino in der ganz neuen Version ist die jetzt längs gelegt? Genau. Da ist die etwas schmäler im Parkett und ist längs verlegt. Komm mal rein, Marlene. Ja. Das ist die Loft-Sitzgruppe. Und jetzt sagst du mir mal direkt, wie du das empfindest. Die Palace-Sitzgruppe, sorry. Als Bar-Version. Ja, das ist viel freizügiger. Man hat viel mehr Durchgangsbereich. Das ist offener. So, das ist jetzt die kurze Bank hier? Genau, da haben wir jetzt hier die... Nein, hier haben wir die lange Bank. Das ist die lange Bank. Die lange Bank mit 1700 mm. Bei eurem Fahrzeug wird die dann 1400 mm sein. Das heißt, links von Marlene sind 30 cm weniger Schenkel. Genau. Analog dazu wird auf der Beifahrerseite dieser Schrank entfallen. Auch den habt ihr dann quasi nicht. Das ist aber der ganze Unterschied im vorderen Bereich von eurem Fahrzeug zu diesem Fahrzeug. Gut, das heißt der 90 LS und der 88 LB, das werden wir gleich mal ein bisschen zeigen, die Unterschiede, die da sind. Aber so die Barsitzgruppe hat schon viele Fans, gerade Leute, die Hunde haben. Na klar, weil der kleine oder große Vierbeiner natürlich toll Platz unterm Tisch findet und man trotzdem noch frei durchgehen kann. Die Sitzbank kann man richtig benutzen. Mhm. Ja, wo der Fernseher versteckelt ist, das werden wir gleich erfahren. Der ist diesmal auf dieser Seite, beim 90 LS auf der anderen Seite? Wahlweise. Der kann wahlweise auch auf der Fahrerseite untergebracht werden, je nachdem, wo du ihn gewählt hast. Okay. Ich weiß gar nicht, das hat der Robert gemacht. Na dann. Er hat ihn schon gewählt. Der Robert weiß, was gut ist. Ja, stark ist bei dem Tisch, der hält, ohne dass er ein Bein braucht. Ohne Tischfuß, genau. Das ist auch ganz wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, wenn da der Vierbeiner drunter Platz findet, ist es gut, wenn das frei ist. Man stößt nirgends an, man muss sich nirgends noch einsortieren. Mhm. Das ist eine gute Lösung so. Wie ist das Raumgefühl? Toll, also offen, wirklich angenehm. So, das ist das Leder Farbe. Das ist Leder Off-White, 3832 ist die Farbnummer. Off-White? Off-White, ja. Gut, wir haben, glaube ich, was haben wir gewählt? Creme, so eine Cremeleder? Das weiß ich nicht. Aber auch hell. Das hat der Robert gesagt, okay. Hier, nimm da das Leder, wir haben ihm vertraut. Okay, dann ist es vielleicht altweiß, das wäre ein Tucken heller, aber auch der Robert kennt die gängigen Farbkombinationen und ein Creme Beige ist es dann wahrscheinlich die Farbe geworden. Ja, genau, diesen Tisch haben wir auch genommen, das heißt auch die Holzfarbe dunkel, ja. Das ist auch okay. Ich habe allerdings hier die Gardinen, haben wir in grün gewählt, da habt ihr, ich glaube, 5 Töne oder 4? Ja, genau, den Serienvorhang haben wir in 5 Tönen und dann gegen Aufpreis gibt es noch viele, viele andere Farben. So, da ist der Fernseher, der ist auch versenkt? Der ist versenkbar, natürlich im Oberschrank absenkbar. Einmal zap, zap, schon ist er weg. So, und statt dem Fernseher habe ich dann ein Fenster. Genau, wenn der Fernseher drin ist, aber das wird ein Fenster sein, was man in der Regel nicht benutzt. Also das ist eher so... Man kann es verschmerzen, genau. Man kann es verschmerzen. Bei mir ist es das Katzenfenster, ne? Da kann die Katze sitzen und rausschauen. Sehr schön. Ja, da oben die Schränke sind natürlich ein bisschen kleiner jetzt. Genau, die sind weniger tief, logisch. Trotzdem haben wir den Platz ausgenutzt hier mit einer kleinen Ablage. Auch mal für einen Schlüssel, für eine Fernbedienung und oben drin die Gläser davor. Ne? Auf beiden Seiten gleich. Genau, wenn du mal gerade das nächste nochmal aufmachst, auf beiden gleich. Auf beiden gleich, genau. Andere Gläser dürfen drin sein. Seht ihr, da sind jetzt die Weingläser drin. So, jetzt habt ihr ja eine Änderung durchgeführt. Im Loft bei uns waren überall die Klappen so wie hier. Das heißt, unten offen bisher beim 217er. Mittlerweile habt ihr die Klappen so angeordnet, dass
Ich sag mal, diese untere offene Ablage wieder integriert haben. Unser Geschäftsführer, der Reinhard Löhner, hat es gern ordentlich. Der mag das immer alles verpackt haben. Daher auch die Intention, das weiter nach unten zu ziehen. Hat sich natürlich mega angeboten mit den neuen gebogenen Oberschrankfronten. Früher ging die Front bis hier, jetzt haben wir das mit integriert. Und es ist insgesamt geschlossen. Was geändert wurde im neuen Modelljahr? Wir haben hier wieder eine offene Ablage dazugenommen. Auch das war vorher geschlossen, haben aber dann gemerkt, dass die Kunden doch immer wieder gefragt haben, Mensch, wenn ich während der Fahrt schnell eine Sonnenbrille ablegen möchte oder den Schlüssel, das Portemonnaie, dann kann man das hier unten in der offenen Ablage tun. Ne? Das ist aber auch die einzige rechts und links im Fahrerhausbereich. Ja, jetzt habe ich ja sehr viel Raum hier, denn ich habe kein Hubbett. Wie ist denn so die Entscheidung mit ohne Hubbett, so halb-halb? Würde ich sagen, so halb-halb. Es ist eine grundsätzliche Entscheidung, ob man wirklich getrennt schläft. Mancher möchte das wirklich und sagt dann, jawohl, gleich mit Hubbett. Ansonsten ziehe ich persönlich jetzt so den Freiraum mit den Frontoberschränken doch vor. Ja, stimmt. Man hat einen richtig einen großen Wohnraum. Hier wäre jetzt noch das Hubbett. Das heißt, man hätte jetzt bei uns, müsste man sich ein bisschen bücken. Vorne. Ja, im vorderen Bereich. Aber ich glaube, das bleibt das Bett. So ist es. Ja, hier sieht man das Entertainment-System, das Multifunktionslenkrad ist hier drauf von Iveco, das ging früher auch nicht. Das heißt, auch hier habe ich die Assistenzsysteme ganz modern schon mit drin. Ja, genau, das wurde jetzt integriert. Das ist jetzt hier direkt mit dabei und abnehmbar. Das war bisher nicht möglich, bisher hatten wir nur die Option abnehmbares Lenkrad. Jetzt haben wir ein abnehmbares Multifunktionslenkrad. Ja, es ist auch viel, das Cockpit hier ein bisschen, ein klein wenig filigraner. Es ist etwas näher dran an der Scheibe, das fällt mir direkt auf. Als beim Loft, also da das vorne. Als beim Loft, ja. Auch das haben wir verändert. Vielleicht ist das jetzt auch ein Punkt, der dir auffällt. Hier in der Mitte ist es jetzt gerade, das war vorher mal so ein bisschen gebogen. Ne? Also auch das ist verändert worden und neu angepasst. Ja, schicke Sache. Schicke Sache. Das ist das Radio, das Alpin-Radio. Das hat die Kamera direkt integriert. Auch hier DAB Plus mit drin, das heißt neueste Technik. Auch da hat sich viel getan. Apple CarPlay. Ja, genau. Also ist wirklich ein multifunktionales Gerät, was keine Wünsche offen lässt, was jetzt die Bedienbarkeit, LKW-Software, Rückfahrkamera, alles drin. Genau. Das ist wichtig, denn die Höhe muss man wissen. Man kann die Höhe ins Navi eingeben, das warnt einen dann, wenn es irgendwo kommt. Genau, du gibst die Abmessungen deines Fahrzeugs im Navi ein und dann wird er dich entsprechend routen und die Brücken, durch die du nicht durchpasst, allenfalls einmal umgehen. Anja, wenn du mal so lieb bist, mach mal alles an Licht an, was geht. Alles. Alles, das heißt, ich muss erstmal voll finden. Voll. Touch haben wir hier. Ja, Touchlampen, das ist gut zu wissen fürs neue Fahrzeug. Ja. Da gab es schon Anrufe, so, wo geht denn das Licht aus? Oder auch Verkäufer auf der Messe, wo man sagt, Mensch, das ist nur eine Touchlampe. So, jetzt hast du zwei zentrale Lampen, Unterflurlicht. Genau, die Unterbeleuchtung, die ist noch nicht an. Doch, das war die hier, die haben wir an. Das haben wir an, das ist an. Hier oben. Die anderen Lampen sind an. Die sind an. Dann haben wir die hier vorne an. Also ich glaube, so langsam dürften wir hier die Vollbeleuchtung anhaben. Alles dimmbar, was jetzt sind alles Tasterschalter, die jeweils noch in der Helligkeit dimmbar sind. So, ich mache jetzt mal eins. Ich gehe mal ganz hier in die Ecke. Ihr setzt euch mal gerade gegenüber, dass wir mal das Thema Bar beleuchten. Denn die Barsitzgruppe ist schon sehr beliebt. Ja, also gerade bei Kunden, die jetzt im Urlaub auch wirklich gern an einem vernünftigen Tisch sitzen, vielleicht auch nochmal am Laptop arbeiten, eine Stunde, da ist es schon wichtig. Ja. Wie ist da der Sitzkomfort hin? Sehr angenehm und wie sie schon richtig sagt, also ich kann mir hier gut vorstellen zu arbeiten auch natürlich. So. Ja, ja. Du hast Steckdosen direkt unten drunter, das ist der Vorteil. Ja, an der Seite. An der Seite. Ah, super. So, dann kann man den Tisch ausziehen, das ist sehr, sehr einfach. Der Tisch ist ausziehbar, das können wir auch von hier aus tun. So. Sodass also die Person auch hier das Laptop hinstellen könnte, kann also das dann machen. Das ist eigentlich auch glatt, ich krieg's nur mit der einen Hand gerade nicht hin, alles gut. Gar kein Problem. So, das heißt, man kann es wieder einfahren, sehr, sehr einfach. So, auch hier muss ich nichts auseinanderziehen, der Tisch ist fest. Das ist ein optimaler Platz für einen Tisch, muss man sagen, denn die Beine, man hat eine Beinfreiheit, das ist schon ein Traum. Ja, also wir kommen uns nicht ins Gehege. Alles gut.
Ja. So kann man essen, eine dritte Person kann man einfach mit dazu integrieren und man hat eine richtig tolle Lümmel-Couch, wo man sich drauflegen kann, wenn man die noch breiter haben möchte. Man kann die Sitzkissen wegnehmen an der Seite, hier zur Wand. Man kann die Sitzkissen an der Wand wegnehmen und wie gesagt, da haben wir sogar die Möglichkeit, dass man noch gerade bei der Barversion das ein bisschen ausziehen können und hinten noch ein Stück einlegen, dass man es fast als Schlafplatz für einen Jugendlichen oder für ein Kind nehmen kann. Ja, Notpads oder ich sag mal, ich will vorne einfach mich mal hinlegen, das geht. Ja, auf der langen Multifunktionscouch kann man super gut nachmittags lesen, mal lümmeln, Füße hoch, also da passt man gut hin. So, das ist das Raumgefühl. Ich zeige es mal gerade im langsamen Schwenk, dass wir es mal sehen. Jetzt im neuen 4K-Look, den wir jetzt haben. Und ja, man kommt an die oben dran, wenn ich mal ein Weinglas brauche. Probier mal, ob das so geht. Einfach dran. Ja, vielleicht nicht, ja, ganz. Nicht ganz. Geht aber. Ja, geht aber. Theoretisch. So, jetzt ist der Fernseher hier. Ich sag mal an der Stelle für beide, die vorne sitzen, nicht so geeignet. Aber ich kann ihn auch hier wählen. Ich kann ihn auch hier wählen. Dazu muss ich mir aber grundsätzlich überlegen, wo möchte ich denn den Abend verbringen? Möchte ich hier auf dem Sitz bleiben oder wechsle ich in den Sitz und auf die Couch, in dem einer so ein bisschen sich in die Ecke chillen kann und der andere hier sitzt, ne? Dann passt der Fernseher wieder. Du kannst ja gleich mal checken, was der Robert für uns geplant hat. Jetzt interessiert es mich nämlich wirklich, was er gemacht hat. Ich bin jetzt mal gerade gegenüber. So sieht die Sache aus, wenn ich jetzt gegenüber sitze. Ein Riesenraumgefühl jetzt hier. Also das mit den Schränken ist schon, Oberschränken ist schon gut. Ist der Preis der gleiche, Oberschränke oder Hubbett? Nein, das Hubbett gibt es gegen Aufpreis. Gibt es gegen Aufpreis. Gibt andere, da bestellst du das Hubbett ab und musst einen Aufpreis zahlen für die Schränke. Ja gut, da kommen wir eigentlich unseren Kunden entgegen, weil wir sagen, die Front-Oberschränke sind für die Klasse eigentlich eher gewöhnlicher und deswegen mag ich da nicht wirklich Geld dafür verlangen. Na, so gibt es was mehr, es gibt ein Bett mehr und dann kostet es auch mehr. Ich glaube, das kann man leichter vertreten. Ja, hier sind die Komfort-Schwingsitze von Isri eingebaut. Das Beste, was es meines Erachtens gibt auf dem Markt. LKW-Feeling, oder? Ja, klar. Also bequem gefedert. Da ja, gibt nichts dann auszusetzen. Ich finde die toll. Ja, das Leder ist auch schön warm. Das Leder passt sich sehr schnell der Temperatur an. Man hat immer so das Gefühl, Leder, nein. Haben noch viele so ein bisschen kalt im Hinterkopf. Das trifft nicht zu. Stark. So, eine kleine Besonderheit, hier ist ein Kühlfach drin. Das kann ich, glaube ich, vom Handschuhfach kalt oder warm machen. Genau, da haben wir hier vorne. On-off. Oder off. Mhm. Wobei ich jetzt, wenn ich an die letzte Woche denke, die neue Entwicklung so sein wird, dass man das nicht mehr im Handschuhfach zu und abschaltet, sondern hier direkt im Fach dann einfach direkt im Fach zuschaltet. Ja, ja, ich habe mich daran gewöhnt, aber ich habe das on und off erst später entdeckt, muss ich sagen. Und, siehst du, jetzt hast du es endlich gefunden und jetzt schaffen wir es wieder ab und packen es direkt sinnigerweise ins Fach, wo es kalt macht oder nicht. Ja, da ist jetzt die Automatik und hier habt ihr jetzt auch, ich sag mal, die wichtigsten Funktionen direkt integriert. Das heißt also nicht mehr auf der rechten Seite, sondern mehr dem Fahrer zugewandt. Die automatische Feststellbremse meinst du, denke ich mal? Ja, und hier so einige Funktionen wie die Heizung zum Beispiel, der Spurhalteassistent und so weiter. Die sind jetzt hier vorne drin, auch die Differentialsperre. Mhm. Und hier, das ist das Multifunktionslenkrad, was man vom Daily ja kennt. Genau, und abnehmbar, ne? Das und ist abnehmbar. Jetzt hier die warte, ich neue, zeig's mal gerade hier unten. Genau, dieser neue Adapterkranz zum Abnehmen. Das ist der neue Adapterkranz. Ja, sehr praktisch. Es ging auch vorher, muss man sagen, aber mit dem abnehmbaren Lenkrad, das ist schon ganz gut. Ja, Werterhalt, wenn ich mich jetzt verkauft habe, das heißt, ich habe zum Beispiel ein Home bestellt und merke nach kurzer Zeit, es ist noch ein bisschen zu eng. Die Wiederverkaufswerte sind phänomenal, oder, bei den Autos? Ja, ich denke, wenn man heute auf mobile.de guckt und versucht, einen gebrauchten Morello zu ergattern, dann wird es ziemlich eng. Neueren Baudatums, muss man sagen. Also ja, ich sag mal, die etwas älteren, da gibt es noch ein paar, aber so ein 2018er, 19er und so weiter, das wird eng. Also das ist aktuell, glaube ich, wirklich eine Rarität, sowas zu bekommen. Ja, ihr habt ein ganz großes Fenster drin, das Serie? Ja, das Panorama-Heki ist Serie im Wohnraum beim Palace. Das ist so. Und so, hier vorne haben wir noch ein tolles Fach. Da kann man Zeitschriften und so weiter reinmachen? Ja, genau. Das ist einfach, das ist bei uns immer so, dass wir versuchen, aus jedem Raum, der sich irgendwo ergibt, auch einen Nutzen zu ziehen und etwas verstauen zu können. Und bei der Barsitzgruppe ergibt sich hier vorne dieses kleine Zeitschriftenfach. Ja, ihr habt hier eine Stereoanlage, die kann ich während der Fahrt auch, die kann ich beim Stehen auch aktivieren, geht das? Ja, klar. Die lässt sich, nein, die muss ich hier unten einschalten. Achso, die geht dann über die Aufbaubatterie. Nein, genau. So, das ist so. Die bootet jetzt schnell. Die bootet jetzt hoch
Und dann hoffe ich, dass uns nicht gleich die Ohren wegfliegen. Es könnte auch sein, dass man irgendwo eine Sperre reingemacht hat, damit die Leute... Nein, guck, es geht Swisspop. Guck. Ja, schnell wieder ausmachen. Schnell mal aus. Das ist das größte Problem bei uns, ist die GEMA. Mach's mal ganz aus. Okay. Dann werden die Filme sofort gesperrt. Das wollen wir ja nicht. Ah, okay. So, aber das Schöne ist, es hat Rückfahrkamera mit drin. Ja. Schaltet automatisch, wenn ich den Rückwärtsgang umlege, um. Das schaltet direkt um, wenn ich den Rückwärtsgang einschalte, ja. So, jetzt ist hier noch ein kleiner Film drauf. Bitte nicht wundern, das ist vielleicht von der Qualität. Ich mach mal ganz kurz die Lampe aus. Dann haben wir es ein bisschen besser vom Design her. Die Navigation. Na, an der Stelle sehen wir, wo wir uns jetzt hier befinden. Wir sind hier an der Bern Expo. In dem Moment, wo wir den Rückwärtsgang einlegen, schaltet es um auf die Rückfahrkamera. Sehr schön. Ihr habt eine Sprachsteuerung mit drin. Mittlerweile im Radio ist mit drin. Die hast du noch gar nicht benutzt, gell? Nee. Ist nicht so schlimm. Kennst also, du das? Du hast ein Auto und wenn du es verkaufst, erfährst du erst, was alles drin gewesen ist. Ja, stark ist die Verdunklung. Zeig mal bitte, wie das geht. Die Verdunklung, man betätigt hier den Knopf, bleibt mit der Hand drauf. Sehr leise geworden. Das ist nicht mehr das Rollo, sondern jetzt ein Plissé. Das ist ein Isolier-Plissé. Richtig, das ist jetzt nicht mehr dieser haushaltsähnliche Rollo, der früher drin gewesen ist. Ist natürlich um vieles leiser. Ich kann zu jeder Zeit stoppen oder weiterfahren. Ich fahre den jetzt einmal ganz nach unten. Für die kältere Jahreszeit lässt man als Empfehlung unten immer so ein Stückchen offen, damit die Luft zirkulieren kann. Dann bildet sich dahinter auch kein Kondensat. So, jetzt bin ich ganz unten. Jetzt gehe ich noch eins weiter und kann das Ganze zu einer Privacy-Funktion direkt umfunktionieren. Das heißt, ich kann morgens in bequemer Kleidung hier sitzen, kann nach draußen sehen, aber mich sieht keiner. Ja, und auch das kann ich in beliebiger Höhe stehen lassen, soweit ich das eben möchte. Der Vorteil ist, gegenüber dem Rollo, was drin war, es klappert gar nicht mehr. Also das Rollo hat so ganz leichte Geräusche gemacht. Ja. Habe ich dann auch behoben, sage ich mal, aber da hörst du jetzt nichts mehr. Nein. Also der Rollo ist jetzt so was, der überhaupt nicht auffällt oder irgendwie, nein. An der Seite ist es noch viel einfacher. Wir fahren mal gerade ganz hoch nochmal, dass die Leute mal sehen, denn das, was sehen. Marlene, wenn du mal so lieb bist, hier auf der Seite mal kurz runterziehst, dass wir das mal sehen, denn da kann ich sehr einfach verdunkeln. Ja, da kann man sehr einfach verdunkeln. Einmal nach unten, wenn man noch nach oben greift, kommt dann direkt der Fliegenschutzrollo hinterher. Das ist jetzt auch schon getrennt. Ah, ist getrennt. Ja. Das heißt, ich kann die Privacy nutzen, genau. Auch genauso wie hier und muss nicht den Fliegenrollo haben. Nein, es ist nicht mehr aneinander gekoppelt. Das dürfte bei deinem Auto noch so sein. Ist so, sein. Noch, ja. Ja, ne? Genau. Aber ein tolles Detail, oder? Ja, wichtig. Also wir hören ja grundsätzlich auf das, was uns die Kunden anfragen, was sie gut finden würden und setzen uns dann auch mit den Herstellern zusammen und sagen, Mensch, wir haben jetzt vermehrt den Wunsch gehabt und ja, in dem Fall hat es geklappt. Ja, das Auto ist voll integriert. Das bedeutet, ich habe schon während der Fahrt einen Panoramablick, der ist phänomenal. Ja. Also wenn man fährt, man ist über allem. Das heißt, Sitzhöhe hier ungefähr 2 Meter oder 1,80 Meter? Ja, würde ich jetzt auch so sehen, ja. Da liegst du ganz tiefer. Der Mann, der dürfte ja so 1,60 Meter Sitzhöhe. Das ist toll, ich habe einen tollen Überblick. Ich habe eine sehr, sehr, ich sag mal, kurze Sicht auf die Straße. Hier fängt schon gleich es vorne an. Ja. Und es gibt auf Wunsch auch eine Rundumkamera, richtig? Ja, es gibt eine sogenannte Birdview-Kamera, die jetzt in der Vogelperspektive das Fahrzeug zeigt. Ja. So ist das, ja. Ihr habt eine Stereoanlage eingebaut mit 4 Lautsprechern, die ist mit drin. Genau. Es gibt aber auf Wunsch sogar noch einen Subwoofer, das kann man mitbestellen. Genau, wenn man das Soundsystem bestellt hat, dann befinden sich hier, also diese haben wir nicht, nee, ist nichts drin, also die sind immer drin, aber beim Soundsystem sind dann hier jeweils diese Lautsprecher verbaut an den 4 Seiten und hier unten in der Bank findet sich der Subwoofer. Genau, hier oder hier vorne. Genau, wenn du mal gerade die Bank aufmachst, Marlene, unter dir. Die kleine. So, es gibt noch eine Kleinigkeit. Hier sind jetzt die Sitze. Genau, wenn du mal gerade auf die Bank gehst, bitte, Marlene. Ja. So, da sind 2 Anschnallplätze. Genau, das sind 2 Gurtplätze. Ich entscheide bei der Konfiguration des Fahrzeugs, ob ich einen Gurtplatz benötige oder 2. Danach wird genau das ausgefertigt. In dem Fall sind es jetzt 2 Gurtplätze. Ne? Das Gurtgestell ist hier hinter zwischen Marlene versenkt. Das nehme ich nach oben und nehme dann die Gurte nach oben.
Da ist das drin. So, und wenn ich jetzt auf der rechten Seite sitze, kann ich das sogar wegnehmen, das Polster, damit die Beine Platz haben? Dann musst du das sogar wegnehmen, damit der Fußraum entsteht. Das heißt, ich würde dieses mittelgeteilte Polster rausnehmen, das an der Seite rausnehmen, das unten das Holzteil klappt zurück und dann habe ich ganz normal eine Sitzbank zum Fahren in Fahrtrichtung. Ja, es ist ein schönes Holz. Also Leute, die, ich sag mal, so ein Auto kaufen, was jetzt 10 Jahre alt ist. Früher war ja Kirsche in, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, so in den Rosenholz. Rosenholz war das erste. Macadamia hatten wir dann bis 2017 und dann fingen wir an, dieses Palisander mit einzubeziehen. Haben dann das auch ein Jahr parallel angeboten, um dann einfach die Chance zu geben. Ich habe jetzt angenommen, ich habe ein Macadamia-Fahrzeug, das umzustellen. Und dann war es nicht schlimm, wie wir im Jahr drauf das Macadamia haben sozusagen sterben lassen und haben dafür das Live mit reingenommen, eine moderne Farbe mit dem Esche-ähnlichen Oberflächen. Auch sehr modern, ein bisschen heller. Auch auf Wunsch unserer Kunden, die immer sagt, Mensch, mach doch mal was, noch ein bisschen heller, das Dunkle ist toll. Einfach noch eine Alternative, ja. Sehr schön. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten, denn es gibt einiges zu sehen. Hier ist jetzt der neue Kühlschrank drin, der sich in beiden Seiten öffnen lässt. Ja. Auch das gab es nicht immer. Das ist jetzt der neue Kühlschrank aus der Reihe 10.5 von Dometic, den ich von beiden Seiten öffnen kann, ebenso wie das Eisfach. Das ist AES auf Gas, Strom 230. Das ist jetzt auch ein AES-Kühlschrank, der dann auch mit Außenstrom funktioniert. So, obendrauf ist der Backofen, der hat keine Grillfunktion mehr? Der Backofen hat keine Grillfunktion mehr, dafür hat man jetzt die Grundwärme verbessert. Es kommt, Marlene, wenn du reinschaust, unten drin sind jetzt quasi Die Heizelemente. Ja, das ist übrigens kein zu kleines Backblech, sondern das ist ein Abtropfblech, habe ich gelernt. Wird auch verbessert, das schon vorab. Das wird jetzt breit gemacht. Hier unten diese Öffnungen sind jetzt anders als vorher. Also es war im normalen Backbetrieb, hat es sehr lange gedauert, bis er richtig heiß wurde. Das habe ich gemerkt. Ja. Dafür war die Grillfunktion da. Aber es geht jetzt auch ohne, denn er wird so heiß, dass man auch grillen kann jetzt. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, hier vorne sehe ich so ein ganz dezentes Design, muss man sagen. Der Kühlschrank lässt sich nämlich von den Einlagen, die hier drin sind, hier sind schwarze Einlagen drin, anpassen. Mhm. Ihr habt es in Schwarz-Hochglanz gewählt. Genau, Schwarz-Hochglanz, modern, clean, passt am besten, ja. Großes Thema indirekte Beleuchtung. Wir haben jetzt mal das Putzlicht angemacht, alles was geht, ja. Damit man das haben kann. Man will es ja vielleicht auch mal hell haben. Ja. Das Fahrzeug ist ordentlich hell. Das Fahrzeug ist richtig hell. Also ich glaube, es kann jedem Vergleich standhalten, was jetzt die Ausleuchtung und die einzelnen Lichtkomponenten und Möglichkeiten anbelangt. Mhm. So, auch der Möbelbau, ihr habt eine eigene Schreinerei, hier wird nichts zugekauft. Ihr habt, man kann mit Fug und Recht behaupten, eine der modernsten Produktionsstraßen für den Möbelbau überhaupt. Das heißt, ihr könnt also auch sogar wählen bei dem Außenblech die Dicke. Die kann man sogar optional sogar noch erhöhen, wenn man möchte. Ja, man kann auch die 1,4 mm Aluminiumblech wählen, allerdings nur bei den großen Fahrzeugen. Ja. Manchmal muss man es aus statischen Gründen, man sagt, der hat jetzt einen weiten Überhang und eine PKW-Garage und so weiter. Gibt es viele Aspekte, warum man das dann wählen sollte. Es wird angeboten, ist aber im Palace nicht nötig. Ja, die Klimaanlage ist drin. Auch hier gibt es die Möglichkeit, die 3000er einzubauen. Zwei Kolbenanlage mit Inverter ist noch leiser. Das bedeutet, die läuft dauernd durch, schaltet nicht mehr an und ab. Da gibt es eine Wahloption mit dazu. Da ist die Technik mit drin. Wenn du mal ganz kurz hochklappst, da stellt sich die Frage, Mensch, du bist wahrscheinlich Kauffrau vom Beruf oder was bist du? Ja. Genau. Technik und Kauffrauen, klappt das? Das klappt super. So, wenn du mal kurz links ist das Bedienteil, was kann ich da sehen? In dem Bedienteil, also hier einmal an, aus, die Hauptzentralbeleuchtung. Hier kann ich die Wasserpumpe einschalten, zu- und abschalten, sollte man eigentlich immer ausschalten. Hier drüber wird gesteuert, ob die TV- und Mediageschichte geht, das heißt, ich kann den Fernseher hier abschalten. Sinnigerweise, weil wir eine Standby-Funktion auch beim TV haben, hier kann ich es abschalten, ist komplett alles aus. Hier schalte ich dann im Winter nochmal das Ice-X für die Gasflaschen ein. Hier unten habe ich die anderen Funktionen, Abwasser ist leer und hier habe ich die Infotaste. Über die Infotaste, weißt du selber, Aufbauladung, Fahrzeugladung, Abwasser leer,
Frischwasser ist nichts drin, Fäkaltank Gott sei Dank auch leer. Wir haben Außenstrom eingesteckt, Alarmfunktion logischerweise, wir haben kein Gas und wir haben kein Wasser drin. Dann sagt er, hey, in Urlaub kann man jetzt erstmal nicht fahren. Du kannst das Licht zentral abschalten komplett? Ja, das Licht kann man hier zentral abschalten. Haben wir hier einmal Exit und ich mache hier, zack, sind die Lichter dunkel. Sind alle aus. Das heißt, ich kann mein Lichtdesign einfach behalten, ja, und kann es auf einen Schlag den anderen ausschalten. Genau, genau, genau. So, der macht gerade 3,9 Ampere. Ihr habt richtig Licht hier in der Halle. Das heißt, ja, die Solaranlage generiert gerade Strom. Ja. So, jetzt hat er gerade minus 2, aber da stand gerade eben 3,8. Das heißt, je nachdem, gut, wie das Licht... Ist, das ist das, was er... Was, das ist ja jetzt der Batteriecomputer. Ah, ist der Batteriecomputer, ne? Okay. Also wir haben hier keine Solareinspeisung. Das sah ist, so aus wie Solar, genau, jetzt. Nein, tut das, mir leid, ich nehme alles zurück. Alles gut. Das ist ja die Fernanzeige von der Solaranlage und das ist jetzt der Batteriecomputer, der dir sagt, wie viel Verbrauch läuft aktuell. Und nachdem der ja außen eingesteckt ist, wird er sofort wieder nachgeladen und deswegen sehen wir hier nur so diese kleinen Spitzen, die wir haben. Ja, das ist Büttner. Du kannst auch auf Stellplätzen stehen mit 3 Ampere Anschluss? Natürlich, du musst dann den Eingangsstrom entsprechend einstellen. Ne? Das ist dieser sogenannte Netzmangelausgleich. Sehr praktisch, wenn man Lithium hat oder andere Batterien. Ja, man muss einfach. Ne? Wenn von draußen nur 6 Ampere kommen und ich stecke hier was ein, was wesentlich mehr braucht, muss ich dem Gerät sagen, nimm den Rest aus der Batterie, ich bin damit einverstanden. Und dann muss ich das einstellen. Ja, du kommst aus dem Vertrieb, Thema Fußbodenheizung. Ist das was, wo man ein Kreuz machen sollte? Beim Pellets muss man gar kein Kreuz machen, da ist dabei. Sie dabei. Die ist immer dabei. Die ist immer dabei, bis auf den Loft und auf den Home kann, da muss ich sie optional auswählen. Ja, Thema Küche. Ja. Genau so haben wir sie gewählt, dank Robert. Ja. Die Nobelküche nehme ich an, was ja, du jetzt hier die siehst. Die Nobelküche, ne? mit dieser Oberfläche. Ist das schön? Ja, sehr angenehm und sehr schön und sehr hell. Sehr hell. Was auch neu ist, ist hier vorne das indirekte Licht. Ja, dieses Designlicht an der Küche haben wir auch vor 2 Jahren in die Serie, glaube ich, sogar aufgenommen, weil wir fanden, dass das so als indirekte Beleuchtung auch für abends echt ein tolles Licht hergibt. Also ich bin schon so ein Fan von unterschiedlichen kleinen Beleuchtungen oder Beleuchtungsmöglichkeiten, die viel Ambiente hergeben. Ja, bei dem Loft haben mich hier die Lampen, die lasse ich nämlich immer gerne an. Die blenden mich ein bisschen, wenn man hinten sitzt. Ja, ja, genau. Und die haben gelernt. Das heißt, ihr lernt immer dazu. Es sind jedes, also das ist Leiden auf hohem Niveau, muss ich sagen. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, aber... Natürlich lernen wir dazu, aber ich denke mal, bei uns fließt viel eigene Erfahrung in unsere Produkte mit ein. Wir fahren fast alle selbst und sammeln selbst unsere Erfahrungen und haben natürlich auch das eine oder andere Thema, wo wir sagen, Mensch, das können wir verbessern. Und das nehmen wir dann auch in die nächste Agenda mit auf und gucken uns das genauer an. Ja, ich nehme das hintere Spülbecken immer zum als Abtropfbecken mit dazu. Das hat sich jetzt so irgendwie gezeigt. Wie ist das bei dir in der Verbindung? Du, das sind wir schon zu zweit. Ja. Das heißt, ich lege da zum Beispiel die Teller rein, die genau, ganzen Sachen. Genau. Und wenn man dann nicht gleich noch Lust zum Abtrocknen hat, dann kann man die da auch gut drin stehen lassen. Also ich nutze es ebenso genau als Abtropfbecken. Ja, wir haben jetzt eine Spülmaschine bestellt und eine Waschmaschine, muss ich dazu sagen, weil wir gemerkt haben, wir sind ja teilweise ja 150 Tage jetzt unterwegs und da schimpfen einige drüber, sagen, wer braucht eine Waschmaschine, eine Spülmaschine? Aber es gibt einen Grund, also wenn man das wirklich tagtäglich benutzt, ist eine Spülmaschine gar nicht so schlecht, oder? Nein, glaube ich dir. Also gerade wenn man so viel unterwegs ist, wie ihr es jetzt vorhabt, macht das mit Sicherheit Sinn. Und mit dieser Auszugsspülmaschine, das ist ja ein Profigerät. Also es ist ja jetzt nichts mehr, was irgendwie so, ne, wie es früher gab, so diese Mini-Waschmaschinen, die so ein bisschen... Spielzeug von Berger. Genau. Spielzeug, ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber das ist wirklich eine tolle Spülmaschine, die wir da haben und klar, kann ich absolut nachvollziehen, auch die Waschmaschine. Ne? Ich nehme es zurück mit Berger, toller Laden, bloß es gibt da so Spülmaschinen. Es gibt keine Bergermaschine. Nee, das war Spaß. Ich wollte nur sagen, es gab da so Spülmaschinen für 150 Euro, die dann irgendwie oder so irgendwas, so Spielzeug halt. Ja, genau. Und das ist Profi, das hat nur alles etwas kleiner. Genau, das ist eine Haushaltsspülmaschine, die wirklich als Schublade ausgezogen werden kann und von oben beladen und bedient wird. Ja. Ja, die sind noch viel größer, muss man sagen, als im Loft. Loft ist ein bisschen kleiner, bisschen anders. Wir können das es ja gleich mal. Ist in deinem Loft jetzt noch so? Der Loft Modell 21 hat die gleiche Küche wie der Echt? Palace. Ja. So, auch da. Sag mal, Unterschied Loft und Palace.
Gibt es da noch viele, die ein Loft kaufen? Also wenn es den Palliser gibt? Ja klar, der Loft ist ja jetzt bezeichnet als kompaktes Fahrzeug. Wenn ich ein Fahrzeug möchte, was etwas niedriger ist, der ist zum Beispiel 10 cm in Summe niedriger als der Palace, hat immer die Raumbadlösung bis auf den F-Grundriss insgesamt einfach kompakter. Dann ist das durchaus Entscheidungsgrund für den Loft. So, jetzt ist auch hier der Mülleimer ist sehr groß. Mhm. Das ist auch gut, ich habe ein bisschen mehr Platz. Das wäre beim Loft jetzt auch so, beim neuen, der Mülleimer. Ja. Gleiche Küche. Ja, gleiche Küche, ganz genau. Tiefere Schubladen habe ich das Gefühl. Ja, die sind sehr tief. Also als Vollauszug, bis man die ganz ausgezogen hat. Die beiden habt ihr ja jetzt nicht mehr. Ne? Das ist so der kleine Tod, den man stirbt für die Spülmaschine. Ja, so ne? Ist es. Die beiden unteren haben wir nicht mehr. Dafür kann man aber... Die beiden oberen nicht mehr. Die beiden oberen nicht mehr. So, den unteren haben wir. Ja. Ja, genau. Dafür kommt die Spülmaschine rein und die bleibt euch. So, jetzt haben wir hier oben haben wir jetzt einen speziellen Kühlschrank gewählt. So, und oben drüber ist jetzt ein Fach frei. Habt ihr mir eine Steckdose reingemacht? Da könnte man auch, wenn man genug Strom hat, eine Mikrowelle reinmachen. Dann in das Fach, was frei wäre. Ja, natürlich. Also anstelle des Backofens kann ich jetzt eine Mikrowelle auch reinstellen. Ja. So ist das. Ja, hier ist der Lüfter mit drin. Ja. Da habt ihr jetzt auch einen neuen Lüfter gewählt. Der ist etwas leiser. Ja. Der ist jetzt leiser und vor allem auch ein bisschen leistungsstärker als der vorherige. Ja, ich finde ihn gut. Der funktioniert. Funktioniert super, ja. So, jetzt gibt es hier vorne noch eine kleine Taste. Ich zeige das mal im Detail. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, denn hier ist ein Apothekerschrank. Oder was ist das? Ja, hier vorne haben wir einen großen Apothekerauszug. Nochmal für Vorräte. Der ist auch drin im 90er. Der ist auch im 90er drin. Also es ist grundsätzlich immer ein Apothekerschrank im Eingang. In dem Fall auch der hohe, je nachdem wie der Fernseher gewählt wird. Es gibt ja auch die Möglichkeit, hier vorne ein TV-Fach zu machen. Dann hätte ich trotzdem hier oben einen kurzen Apotheker. Der untere bleibt. Also die Lösung bringt jedes Fahrzeug mit. Anja, wenn du den unten auch mal bitte aussiehst. Ja, gerne. So, und die Marlene, es gibt unterm Kühlschrank noch ein Fach. Ja. Denn, das nutzen wir immer für das Hundefutter. Dafür hast du jetzt vielleicht die Einstiegsschublade. Die Einstiegsschublade? Ja. Aha. Mal schauen. Hier unten. Achso, ein großer Sack, nehme ich an. So, die hat, der Loft ist ein bisschen höher, das heißt, die Treppe selber hat drei Stufen, der Palace ist ein bisschen höher. Ja. Der hat drei Stufen dann? Nein, die ausfahrbare Treppe hat auch zwei Stufen. Hat auch zwei Stufen? Ja. Okay. Sehr schön. So, dieser Schrank, den haben wir nicht. Diesen Schrank habt ihr nicht im Modell 90 LS. Dafür habt ihr ja hinten vor eurem Zwischenbett und der Stellwand Bad zwei vollwertige 50 cm Schränke rechts und links. Also insgesamt drei Kleiderschränke genau, quasi. Genau, ihr habt drei große Kleiderschränke, ja. So, das heißt, hier wären jetzt zwei drin gewesen, ein kleiner und ein großer und beim 88. Der Badkleiderschrank, genau. Der Badkleiderschrank. Warte mal, ich gehe mal kurz rein. Jetzt sind wir schon im Bad drin. Und davon hätten wir quasi drei Stück. Nicht ganz so groß. Der Badkleiderschrank ist schon sehr groß. Ich sag mal, davon etwas schmäler wird der sein, der jetzt ans Fußende bei eurem Grundriss noch mit dazukommt. Ja. Da unten drunter ist der Safe, oder? Also würde man einen Safe einbauen wollen, würde er da den Platz finden. Ihr habt eine Waschmaschine. Das heißt, bei euch steht hier die Waschmaschine. Steht da die Waschmaschine? Ja. Die geht wie hoch ungefähr? Hast du schon mal gesehen, die Waschmaschine? Oh, Waschmaschine, wie hoch geht sowas, ne? 80. Toplader ist das, gell? Toplader ist das, genau. Dann musst du ja oben freilassen. Das heißt, das ist eigentlich die handelsübliche Höhe. Das sind AEG-Geräte, also. Okay, funktioniert. Ja. So, auch da. Ja, wir haben jetzt relativ viel Lithium bestellt, drei Lithium-Batterien. Ja. Also, und das ist schon ganz sinnvoll. Viel Solar haben wir bestellt, ja. Großen Ladebooster mit drin. Ja. Und ja, das wäre jetzt das neue Badezimmer, Marlene. Sehr großzügig, sehr frei. Man tritt sich nicht mehr morgens, denke ich, zwischen die Füße, ne? Das ist wirklich schön. Die Lampen sind direkt daneben, jetzt nochmal. Das heißt, du hast direktes Licht. Stimmt. Das integrierte Licht jetzt in den Spiegel. Ja, das haben wir extra für unsere Kundinnen, beziehungsweise ich habe da interveniert, dass dieses Licht wirklich auch kosmetiktauglich sein muss. Ne? Ja. Also man braucht ja wirklich ein warmes Licht, um sich fertig machen zu können. Und ja, da sind wir jetzt einfach dem nachgekommen, dass wir es gleich integriert haben und auch ein warmes, schönes Licht erzeugt. Ja, kleine Details, hier unten kann ich die Handtuchstange ausziehen. Geht die Handtuchstange ein und aus. Wir haben hier auch nochmal eine Unterleuchtung, die neu dabei ist.
Dann hier also von volle Auszüge, die nochmal wahnsinnig viel Platz bieten. Vor allem die unten ist nochmal richtig groß und tief. Ja, jetzt muss ich nicht mehr mit meiner Make-up-Kiste herumlaufen. Genau. So, jetzt kann man hier auch schließen, bevor wir ins Badezimmer kommen. Ich habe zunächst mal diese Tür hier. Hier kann ich mich komplett vereinzeln, die zumachen. Ja. Schließen wir die einmal. So, und dann natürlich das Kernstück, eine ganz große Dusche, die wirklich riesig ist, Anja. Ja, also die hat ganz normale Abmessungen wie auch zu Hause. So, die im Loft ist ein bisschen kleiner, muss man sagen. Wir haben ja hinten ein Querbett. Da es geht, aber das hier ist viel angenehmer. Ja, natürlich. Ihr habt wahrscheinlich auch noch das Raumbad, wo der Toilettenraum mit dem Waschbecken getrennt von der Dusche ist. Nee. Dusche links, habt ihr den F-Grundriss? Ja, wir haben hinten ein Querbett und Dusche und Toilette und offenes, ja, genau hier. Dann habt ihr ein F. Ja gut, dann seid ihr das ja schon ein bisschen gewöhnt. Es dürfte jetzt etwas größer sein, weil man, denke ich mal, vor 3 Jahren war die Dusche im F hier um 10 cm kleiner. Die habt ihr auf jeden Fall gewonnen. Ja, aber riesig. Das ist definitiv größer, ja. Genau, wenn du mal gerade zumachst, Anja. So, man fühlt sich nicht mehr so ganz eingeengt. Nee, also in dem anderen, denke ich mal so, dieses hier hat ihr gefühlt. Dieses Stück, ne? 10 cm haben wir hier gefehlt. Ja. Das fühlt sich anders an. Ja. Das ist Wahnsinn, was 10 cm ausmachen. Ist krass, gell? Ja, gut. Ja gut, das ist jetzt in Prozent, ist das schon wieder dramatisch, muss man sagen. Ja, natürlich. Ja. Jetzt haben wir hier was Tolles hier. Wir haben hier eine alte Fußbodenheizung hier drin, Warmwasserheizung. Und hier kann ich das Handtuch prima trocknen. Ja, genau. Ich kann hier nochmal übers Thermostat den Handtuchheizkörper dazu nehmen. Der wird nicht heiß wie zu Hause, aber der ist super zum Handtücher nochmal aufhängen nach dem Duschen, trocknet also perfekt. Ich lache immer, das Toilettenpapier wird ja auch gewärmt. Ja. Sehr schön. Ja, hier ist auf der linken Seite noch ein kleines Detail drin. Das Klo hat was hier? Das ist das... die orientalische Dusche. Nein, das ist das Soak Compact Close. In dem Moment, wo ich den Toilettendeckel öffne, man kann es leicht saugt hören, saugt er ab. Ich sage mal, 80% Gänseblümchen schafft er, 20% bleiben trotzdem. Ist mit 300 Euro ein nettes Gadget, was wirklich auch durch den Aktivkohlefilter eine ganz ordentliche Leistung und ein ordentliches Ergebnis liefert oder liefern kann. Ja. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Also das ist eine gute Erfindung. Ja, und die Männer machen immer wieder den Deckel runter. Ach so, damit es aufhört. Na klar, sonst hört es nicht auf. Cool. Ja, die Schränke haben auch Platz dahinter? Ja, natürlich. Oh, wow, noch mehr Stauraum. Ja. Okay, ich brauche meine Kiste nicht mehr. Auch an der Seite? Auch an der Seite. Hier nochmal mit Steckdosen. Gut, auch hier kann ich die frei einteilen, die Fächer, wenn ich... Genau, die sind verstellbar, ne? Die sind hier nochmal gebohrt, das heißt, ich kann die Böden individuell einstellen. Und hier unten in der Ablage sind auch nochmal 2 Steckdosen für elektrische Zahnbürsten, Rasierer und so weiter. So, auch die Lichtschalter sind neu geworden. Ja. Ganz schick. Neues Design. Was jetzt neu ist, ist hier der Wasserhahn. Den kann man ausziehen zum Haarwaschen. Ja, genau. Vorher hatten wir ja den Wasserhahn hier, den konnte man auch ausziehen, aber die Lösung ist jetzt einfach die schickere. So, jetzt kommt hier ist das ein Fach hier drunter? Hier unten ist jetzt einfach im Einstieg nochmal ein Fach, in dem ich noch was. Du darfst es gerne aufmachen, Marlene. Frage, das Bett 90 LS gleiche? Ja, das Bett ab hier ist euer Fahrzeug wieder identisch mit dem 88 LB. Wie gesagt, hier am Fußende bis zur Trennwand befindet sich dann nochmal ein zusätzlicher Kleiderschrank auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite. Das ist schon ein bisschen anders, oder? Ja, großzügiger. Und ein Fernseher wieder? Ja, der ist hier vorne, der Fernseher. Ist der Einstieg einfach? Den kann man rausfahren, den Fernseher? Genau, den Fernseher kann man rausfahren. So, rausfahren und dann auch nochmal schwenken. Verstärken. Super. Kannst du ja abends dann deine Doku gucken. Ja,
Meine eigene? Ja. Die gucke ich nicht. Da können sich die Fernsehgeschmäcker auch mal unterscheiden. So, hier habe ich Staufächer direkt oben drüber. Die sind auch nach innen etwas abnehmend, sodass der Kopf nicht anstoßen kann. Hat mehr Platz. Also angestoßen bin ich da tatsächlich noch nie. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man das machen soll, dass man an den Waschschrank anstößt. Ihr habt hinten indirektes Licht, ihr habt Leselampen mit drin. Genau, das Designelement an der Heckwand lässt sich auch noch mal dimmen und verstellen. So, wie geht die an, die Lampe? Indem man... Ja. Ah ja, Touch. Ist sie auch dimmbar? Nee, dimmbar ist sie nicht, weil es eine Leseleuchte ist, aber ich habe diesen blauen Punkt als Nachtlicht. Genau, wenn du mal ganz kurz mit mir zurückgehst, Anja, dann können wir das mal komplett zeigen, weil wir das Weitwinkel ja drauf haben. Ja. Also das ist schon ein riesen Schlafraum. Der Einstieg ist sehr leicht. Der Einstieg ist sehr leicht, ja. Dadurch, dass ich nochmal eine kleine Stufe habe, die mir hilft. Das heißt, wenn du mal gerade von unten, Marlene, mal aufsteigst und mal ganz langsam hochgehst, den Popo drehst und dich dann auf das Bett bewegst, das heißt, ist es wirklich easy? Ja, also es sollte für jeden machbar sein, in das Bett zu gelangen, klar. Ja, ich sage ja so, es gibt ja auch Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Ja, auf jeden Fall. Dann ist es auch eine Aufstiegshilfe, weil ich so ein Stück weit ins Bett reinkomme. Also diese ersten 30, 40 Zentimeter bin ich dann schon im Bettbereich drin. Ja, tolles Fahrzeug. Jetzt kann man hier zumachen. Machen wir bitte zu. Nee, die Zwischentür, genau da auch. Und die gleitet, und das Besondere ist, die geht von beiden Seiten zu. Ich habe einen riesigen Spiegel dann. Ja. Der ist Wahnsinn, oder? Ja, das ist der Mädchenspiegel. Den brauchen wir einfach. Wenn du es sagst, man sieht sich komplett im Spiegel. Das ist das Besondere. Das heißt, du kannst dich jederzeit gucken. Genau. So, und wenn du beides zumachst, dann hört man von vorne, wenn einer Fernsehen guckt, so gut wie gar nichts mehr. Nein, also ich denke auch, man hört da wirklich nichts mehr, zudem ich ja auch noch eine zweite Tür hätte, wenn es wirklich ganz leise sein soll. Also da ist man akustisch gut abgeschottet. Wenn du mal kurz rauskommst, Marlene, ich zeige dir ein kleines Detail. Mach mal zu bitte nochmal, Anja. Ach ja, der Spiegel. Toll. Ja, wenn man sich alles fertig machen möchte, ne? Nochmal der letzte Blick. So ist das. Ja, richtig toll. Ich habe auch hier Haken links und rechts an der Seite zum Aufhängen. Ja. Und ja, wir haben ja zwei Schränke nochmal zusätzlich, das ist ganz interessant. Genau, die kommen hier im Anschluss, eure beiden Kleiderschränke. So, dafür sterbe ich einen anderen Tod dann, aber das ist so. Ja. Die Qual der Wahl der Grundrisse, wie gehst du denn da vor, wenn Leute kommen und sagen, ja, ja, welchen soll ich nehmen, Querbett, Längsbett, also, Obenbett, Untenbett? Man muss es wirklich den Kunden in seinem Thema abholen. Man muss ihn fragen, wie schlafen sie jetzt, wie möchten sie künftig schlafen. Es gibt viele Parameter, an denen man recht schnell mit dem Kunden festlegen kann, welcher Grundriss passt zu ihm. Wird nur zu zweit gefahren? Kommen die Kinder mit? Wie viele Personen werden insgesamt immer im Fahrzeug leben? Gibt es eine Beschränkung, vielleicht schon ein vorhandenes Carport, was in der Höhe begrenzt ist? Viele, viele Aspekte, nach denen sich so ein Fahrzeug festlegen lässt, was dann auch zum Kunden passen soll natürlich. Das Raumgefühl hier hinten im Bett ist natürlich phänomenal. Du hast einen eigenen, ist mega. Also du hast eine richtige, also einen richtig eigenen Raum, den du komplett nutzen kannst. Ja. Gab es schon mal Leute, die hier eine Trennwand dazwischen gebaut haben? Die gab es tatsächlich. Ja. Aber das war, Gott, wie war das? Das waren aber streitende Kinder waren der Grund, warum da eine Wand rein musste. Und ich habe dann eigentlich gelacht und habe gesagt, sag ich, also sehr lustig. Aber es waren tatsächlich Kinder, die immer wieder gestritten haben, Geschwister. Und da hat der Kunde gesagt, er hätte gerne Wand dazwischen. Und ansonsten natürlich nicht. Okay, prima. Ja, du hast mir das Fahrzeug gezeigt. Ich bin ganz begeistert. Und ja, mit unserem neuen 10 mm Weitwinkel sieht man jetzt auch mehr. Das heißt, das Raumgefühl wird wirklich gut dargestellt. Und durch die zwei Türen, die ich habe, kann ich mich jetzt wirklich toll fertig machen. Die Klimaanlage, glaube ich, im 90 ist hier drin im Bad, gell? Die Klimaanlage ist da, wo du sie hinwählst. Du kannst sie entweder hier im Schlafraum anstelle des Hekis haben, du kannst sie hier im Bad anstelle des Hekis haben. Im Standard-Wohnraum wird sie hier vorne platziert, da wo du sie sehen kannst. Okay, prima. Das heißt also, wenn ich jetzt hinten es kühl haben möchte, aber ich sag mal, ich will die nicht hören, dann kann ich also einfach nach vorne machen, da ist am weitesten weg. Ja gut, du kannst sie auch einstellen, ne? Ob die primär nach hinten dann lüftet oder nach vorne. Deswegen... Alles gut, also Wohnraum oder Schlafraum. Ich denke, du hast den Wohnraum gewählt und auch da wirst du durch die Leistung das Fahrzeug kühl bekommen. Länge vom dem hier, 88?
9 Meter und 7 hat der jetzt, glaube ich. Ja. Und der 9090? Der dürfte etwa 20 cm mehr noch haben, also Richtung 9,30 Meter. Mhm. Prima. Ja, wir gehen mal raus. Ja. Wir haben alles gesehen. Anja, ich habe dich überfallen. Ja. Und das ist auf jeden Fall schön, dass die Messe stattfindet. Sie wird auch gut angenommen. Sie wird sehr gut angenommen. Also wir sind überrascht, wie viel los ist. Vor allem gleich früh morgens, auch jetzt, guck dich um. Wir haben Freitag, Mittag. Eigentlich hat noch jeder zu arbeiten, jeder hat noch zu tun. Der Stand ist voll. Jedes Fahrzeug ist besetzt. Wir haben überall Beratungen und Kunden und Interessenten. Ja, einfach toll, passt. Ihr habt die ganz großen Fahrzeuge nicht hier? Nein, wir haben die ganz großen Fahrzeuge nicht hier. Der Grand Empire, der ist ja so neu, dass er in Schlüsselfeld einfach erstmal wichtiger ist. Dort dürfen die Kunden hinkommen und dürfen sie ihn dort besichtigen. Das ist einfacher, als wenn wir ihn irgendwo explizit in einen Winkel der Welt stellen und die anderen Kunden können den nicht sehen. Deswegen bleibt er zentral in Schlüsselfeld für den Rest des Jahres. Ja, klein, aber feine, tolle Messe hier in Bern. Ja, ihr habt ja auch mitgemacht jetzt in Düsseldorf. Das war eine gute Entscheidung. Das war eine sehr gute Entscheidung. Die Entscheidung würden wir jederzeit wieder so treffen. Das Hygienekonzept war wichtig. Wir konnten es, glaube ich, sehr gut umsetzen. Und Kunden haben sich wohlgefühlt, wir haben uns wohlgefühlt. Und das Ergebnis hat uns bestätigt. Ja, wenn du jetzt zurückkommst, du musst in Quarantäne? Nein, ich muss nicht in Quarantäne, weil ich werde heute schon die Messe verlassen. Und zurückfahren, weil ich nächste Woche nochmal beim Handelspartner in Deutschland bin für ein paar Tage. Das gilt ab morgen. Genau, ab morgen gilt es, dass wir hier nicht mehr sein sollten und deswegen müssen wir leider heute Adieu sagen. Okay. Wir werden bleiben und werden in Quarantäne gehen, so ist es okay. Ja. Wir werden uns auch testen lassen mit allen drum und dran. Ja. Aber ja, erstmal vielen, vielen Dank. Das große Thema Corona hat natürlich die Produktionszahlen bei euch, gab es viel Hektik. Am Anfang hatte, glaube ich, sogar mal Stopp, weil nicht alle Bauteile kamen für kurze Zeit. Ja. Und dann, dann ging es dann weiter und dann muss man sagen, ihr seid gut gebucht für 21. Ja, also es hat nur ganz kurz geknirscht, sage ich mal. Wir haben sehr gut geplant, sehr gut disponiert. Wir hatten so gut wie keine Fertigungsausfälle. Ich glaube, 3 Tage haben wir vorsichtshalber gemacht, die wir gar nicht gemusst hätten und haben eigentlich unsere Produktion nur aufgestockt, also nicht abgespeckt. Wir haben 20 Fahrzeuge mehr eingeplant für dieses Jahr, um unseren Kundenwünschen nachzukommen und fürs nächste Jahr stehen über 500 auf der Uhr. Ja, wir werden gleich uns noch einen Home angucken. Den hier haben wir ausführlich gezeigt. Das ist ein Fahrzeug, was kompromisslos ist in der Klasse unter 7,5 Tonnen. Das ist ein Loftliner, stimmt das? Das ist ein Loft, analog dem Palace auf dem 7-Tonnen-Chassis. Das ist ein Iveco Daily? Das ist auch ein Iveco Daily, also das gleiche Chassis, was du auch für deinen Palace bekommen wirst. Das ist aber krass, die Reifen wirken viel größer. Ich dachte, es wäre ein Liner. Also dadurch, dass die Stahlfelge drauf ist, die wirkt etwas wuchtiger, finde ich. Optische Täuschung ist das Zauberwort. Also das ist die gleiche Bereifung wie auf dem anderen Fahrzeug hier. Hier ist die Alufelge drauf und hier ist die Stahlfelge drauf. Das ist der Unterschied. Du hast mich getäuscht. Aber ich hätte es ja sehen können, denn die Aufbauklappen sind etwas tiefer. Beim Liner sind sie, glaube ich, wie beim Palace. Ne? Genau, der Loftliner wird analog dem Palace aufgebaut mit 420 mm Doppelboden und hat dann natürlich aufgrund des Eurocargos eine 17,5 Zoll Bereifung. Ja, ich nehme alles zurück. Vielen Dank, Marlene. Und wie hat er dir gefallen innen? Sehr schön. Wirklich? Ja, natürlich. So ist es. Ja, vielleicht Anfang Januar wird es dann soweit sein. Wir kommen dann zu euch, werden die Produktion filmen. Okay. Also der Robert hat schon gesagt, wann er aufs Band läuft, mit allen nur und dran. Wir haben für das Video kein Geld bekommen, keine Vergünstigungen, keine Sondersachen. Vielleicht nochmal dazu ein redaktioneller Bericht. Das weiß ich alles. Ja, das weißt du. Ich will es nochmal erwähnen, nochmal. Auch du wirst mir jetzt keine, ich sag mal, irgendwas zustecken oder irgendwas. So ist es, gell? Das heißt, auch deine Aussagen, es macht Spaß, beim Rühle zu arbeiten? Auf jeden Fall. Ja. Genau, ist das ein cooles Team? Total. Also wir spielen nicht nur Familie, wir sind es auch.